Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem Dezember 2021 und es ist schon ein recht hoher Stapel bei mir eingezogen, denn es sind einige echte haptische Bücher bei mir eingezogen. Insgesamt nur in Anführungszeichen 15 Bücher. Es sind einige Bücher bei mir eingezogen, die ja im Grunde neu sind, aber nicht auf dem Sub gewandert sind. Es sind 11 haptische Bücher, ein E-Book und 3 Hörbücher bei mir eingezogen. Ja, der Vorsatz, doch mehr 50-50, ist in der Weihnachtszeit immer ein bisschen schwierig, weil man da in der Regel natürlich Buchgeschenke als echtes Buch bekommt oder sich dann auch von einem Gutschein zulegt oder wie auch immer. Aber ja, 15 Bücher, ich glaube, ich habe nur 15 Bücher gelesen, wenn ich mich, nee, 12 Bücher gelesen. Ich glaube, ich habe definitiv weniger gelesen, als ich gekauft habe, was ich ja gerne ein bisschen ändern möchte. Ich packe euch die Bücher unten in die Infobox, dort kennzeichne ich auch, ob es sich um ein Rezensionsexemplar handelt. Und jetzt ganz neu in diesem Jahr mache ich Thalia Affiliate Links nach unten. Ich habe die Amazon Links rausgenommen, werde jetzt sozusagen mit dem Partnerprogramm von Thalia zusammenarbeiten. Und wenn euch da jetzt die Bücher irgendwie interessieren und ihr irgendwie Lust habt, da euch umzuschauen, landet ihr jetzt bei Thalia. Und ja, alle Infos dazu in der Infobox. Das erste Buch ist ein Weihnachtsbuch, was ich auch noch gelesen habe und euch, glaube ich, auch schon in der Bücherwoche vorgestellt habe, nämlich Das Fest von John Grisham. Habe ich mir ertauscht und wollte es dann auch einfach im Dezember lesen. Ich liebe die Verfilmung von Verrückte Weihnachten, so heißt es zumindest, also so heißt die Verfilmung, mit Tim Allen und Dan Aykroyd und Jamie Lee Curtis und da spielt noch irgendwer Bekanntes mit. Und ich mochte das Buch von John Grisham sehr. Also ist ein relativ kurzes Buch und ist perfekt für die Weihnachtszeit. Hier möchte ja die Familie Crank, nachdem die Tochter weggegangen ist, Weihnachten abschaffen. Sie rechnen sich hoch, was sie jedes Jahr mit Beleuchtung und Strom und Deko und Party und Spenden ausgeben und merken, Mensch, eigentlich könnten wir doch eine Kreuzfahrt machen. Doch dann kommt alles anders, als sie sich das vorstellen. Und auch nicht jeder ist begeistert, wenn die Familie Weihnachten ausfallen lassen möchte. Wurde gelesen, hat mir gut gefallen, ist, denke ich, so eine Weihnachtsgeschichte, die man eben einfach immer mal wieder lesen kann. Ich mag auch den Film und muss echt sagen, ist eine sehr gute Buchverfilmung, die das wirklich sehr gut einfängt. Klar, kein sehr dickes Buch, da klappt das in der Regel besser, aber das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. E-Book ist Ich, Ariadne von Jennifer Saint bei mir eingezogen. Hier sieht man schon die Optik, dass es so ein bisschen in das ja, Mythologische geht. Es hat mich persönlich sehr an die Bücher von Madeline Miller, Ich bin Circe und irgendwas mit Achilles erinnert und deswegen ist es auch bei mir eingezogen. Auch Ariadne ist wohl irgendetwas Göttliches. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Klappentext nicht mehr so im Kopf. Ich fand aber, dass, ja, ich liebe griechische Mythologie. Neben der ägyptischen finde ich das ja auch sehr mitspannend. Und war das jetzt gutes Deutsch? Wahrscheinlich nicht. Und ich bin da einfach sehr gespannt. Nachdem ich die Bücher von Madeline Miller mochte, hoffe ich, dass das hier ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Ich meine, es sieht optisch schon sehr ähnlich aus. Von daher hoffe ich, dass ja dieses Historische sehr weit zurück, was eben mit der Mythologie und diesem ganzen Götter drumherum auf jeden Fall was Schönes wird. Da werde ich auf jeden Fall berichten. Dann ist Ensel und Grete von Walter Mörs bei mir eingezogen. Ich hatte ja, glaube ich, im November noch ja, das eine Buch von Walter Mörs beendet. Hier oben das rote mit dem Bücherschreck. Nee, wie hieß es? Schrecksenmeister. Und dann dachte ich, habe ich das bei Tauschticket entdeckt und dachte, ja, ein Märchen aus Zamonien. Ich möchte dieses Jahr da auf jeden Fall ein bisschen weiter unterwegs sein. Ich habe auch noch die 13,5 Leben des Captain Blaubeer auf dem Sub. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe hier gar nicht, ja, hier heißt es nur Heimweh nach Zamonien. Es geht wieder um Hildegunst von Mythenmetz, der, glaube ich, diese Geschichte erzählt. Und man erahnt natürlich schon, dass es vielleicht irgendwo in die Richtung Hänsel und Gretel geht. Aber ja, ich freue mich drauf, ich bin gespannt und ja. Dann habe ich ein Buch bei Tauschticket ergattert, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil es schon auf so ein bisschen der Liste, auf der Wunschliste stand. Ich glaube, es ist auch eine Neuerscheinung aus diesem Jahr, nämlich Stadt ohne Wind, Akas Reise von Eleanore Bevilepoy.
Ich bin nicht gut in Französisch. Ein traumhaftes Cover und ich hatte das auch irgendwo in der Buchhandlung schon mal liegen sehen. Dachte, Mensch, mit diesem, ja, wunderbar, also mit diesem Schimmer richtig, richtig schön. Wir haben hier High Fantasy, soweit ich das recht in Erinnerung habe. Vermute ich mal, es ist, glaube ich, auch der Auftakt einer Reihe. Ja, sie ist Französin, von daher, ja, ist ihr Debüt. Und es ist eine Stadt voller Magie und dunkler Geheimnisse. Ihr fulminanter, der fulminante Auftakt zum Fantasy-Epos. Auf der Suche nach ihrem Vater kommt die junge Kriegerin Arca in die sagenumwobene Stadt Hyperborea. Doch wie soll sie den Mann finden, den sie nie zuvor gesehen hat? Zu ihrem überraschenden Verbündeten wird der Magier Lastianax. Auch er verfolgt eine Mission. Er will den Mörder fassen, der Hyperborea in Angst und Schrecken versetzt. Bei der Suche nach der Wahrheit bekommt es Arca und Lastianax mit finsterer Magie und einem tödlichen Fluch zu tun. Gemeinsam kommen sie einer Intrige auf die Spur, die nicht nur ihre Freundschaft auf die Probe stellt, sondern Hyperborea in den Grundfesten erschüttert. Und das klingt großartig. Ich fand das super spannend. Ich habe das auch irgendwo schon mit Lobesreden gesehen und bin da sehr, sehr gespannt, was dieses High-Fantasy-Epos irgendwie kann. Und ja, ich liebe Fantasy und ich möchte da dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr als im letzten Jahr reden. Dann habe ich ein Wichtelbuch bekommen von Antonia Hayes, Ethan und die Schwerelosigkeit des Glücks. Mir kommt der Name der Autorin so ein bisschen bekannt vor, ich komme aber nicht drauf, ob ich von ihr schon mal was gelesen habe. Und es heißt hier so schön, alles was geschehen kann, geschieht auch und genauso kann man alles vermasseln und trotzdem ein guter Mensch sein. Und dann heißt es von Mary Claire, Bücher wie dieses gibt es nicht allzu oft, stürzen Sie sich darauf. Habe ich beim Freundschaftswichteln bekommen zu Weihnachtszeit und ich freue mich auch sehr, sehr drauf. Ich weiß gar nicht, ach nee, das sagt hier nur der Autor von das Rosi-Projekt, ja, der hieß anders. Also mir kommt der Name der Autorin bekannt vor, ich werde da auf jeden Fall mal nachschauen. Aber es klingt nach einer sehr schönen Geschichte und ich finde auch das Cover richtig toll und ich finde, es passt natürlich sehr gut zu mir, hat mein Wichtelpate sehr, sehr gut ausgewählt. Dann sind zwei Hörbücher bei mir eingezogen, zum einen ja auch ein Jahreshighlight, Schweig von Judith Merchant, wurde ja empfohlen von zwei lieben Freunden von mir und ich glaube, Paddy und Phil haben ja auch sehr geschwärmt und ich kann nur sagen, ein grandioser Thriller, der wirklich Spannung hatte, der packend war, der eine Sogwirkung hatte, der ziemlich böse auch an mancher Stelle ist und ja, in eine Richtung geht, wo ich das nicht erwartet hätte und ich möchte auch super gerne jetzt vielleicht zum ersten Quartal auch Atme, das erste Buch der Autorin, lesen oder hören und da freue ich mich schon drauf. Dann ein Highlight von der lieben Ruth, wenn ich mich nicht täusche, ist eine ganz dumme Idee von Frederik Backmann. Das war der Hörgenuss, ich glaube, im November. Ihr findet die Hörgenuss-Playlist immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und sie hat so von dieser Geschichte geschwärmt. Ich glaube, wir haben hier Leute, die sich irgendwie eine Wohnung anschauen, besichtigen und dann kommt irgendwie ein Räuber dazu und nimmt die alle als Geisel und es klang einfach großartig. Also wie Ruth davon geschwärmt hat und da musste das Hörbuch einfach her. Das wird definitiv nicht zu lange auf dem Sub warten. Dann ein Buch, ich glaube, ich habe das bei Elena im Adventskalender gesehen, beziehungsweise das Weihnachtsbuch dazu, nämlich Herr Mozart wacht auf von Eva Baronski. Und ich glaube, da gibt es irgendein Weihnachtsbuch zu dieser Reihe, sag ich mal, und das hatte Elena vorgestellt. Und ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und gedacht, naja, ich fange dann mit dem richtigen Buch an. Und es geht hier um ein Genie auf Zeitreise, denn ja, wir haben hier den Mann, der sich nur daran erinnert, am Vorabend als Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Sterbebett gelegen zu haben, erwacht in einer bizarren Umgebung, Musik ohne Orchester, Fuhrwerke ohne Pferde, Licht ohne Kerzen. Und er fragt sich, ob er es im Vorhof der Hölle angekommen ist oder im Paradies. Und ja, dann fragt er sich auch noch, was soll er eigentlich hier? Ist das ein göttlicher Spaß? Und es ist verblüffend und tragisch komisch und ein Spiel mit Zeiten und Identitäten. Und Elena hat so geschwärmt von dem Weihnachtsbuch. Dementsprechend denke ich, dass ihr wahrscheinlich auch das normale Buch, also die normale Geschichte gefallen hat. Und da freue ich mich drauf, diese Geschichte dann zu entdecken. Weil wenn man natürlich eine Figur, die es wirklich historisch gab, in die Jetztzeit irgendwie transferiert, das kann auf jeden Fall sehr spannend werden. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich hoffe, es wird nicht zu hell. Aber ich möchte sie jetzt auch ungern aussperren. Aber ja, darauf freue ich mich sehr. Als Hörbuch ist bei mir eingezogen If You Believe, die Audiobiografie von Sascha Röntgen-Schmitz.
Ja, Sascha habe ich in meinem Leben, ich glaube, schon zweimal live gesehen. Ich mag seine Musik. Ich mochte früher seine Popmusik. Dann hat er ja auf Dick Brave gemacht und hat ja im Grunde Country gesungen. Und jetzt hat er sich ja auch so ein bisschen auf die deutsche Musik spezialisiert oder zurückgefunden zu seiner Muttersprache. Und ich mag ihn unglaublich als Mensch, egal in welchem Format er sitzt. Ich finde ihn super sympathisch und ich habe große Freude, Gespräche mit ihm zu lauschen. Und ich mag auch seine Musik gerne. Und ich bin einfach sehr gespannt, was er so ein bisschen aus seinem Leben berichtet. Natürlich denkt man sich so, ich weiß gar nicht, wie alt Sascha ist, ob der so Anfang, Mitte 40 ist. Ist das wirklich schon das passende Alter für eine Audiobiografie? Aber es gibt natürlich genügend Jüngere, die auch irgendwie über ihr Leben berichten. Ich meine, wenn es natürlich spannend genug ist, macht es Sinn. Ich freue mich drauf. Er spricht es selbst, weswegen ich mich dann auch für das Hörbuch entschieden hatte. Ich habe im Dezember Rat der Zeit auf Prime angesehen und habe dann auch zwei, drei neue YouTube-Kanäle für mich entdeckt, die eben auch diese Serienbesprechungen zu den einzelnen Folgen gemacht haben. Unter anderem Larissas Library. Ich packe ihren YouTube-Kanal unten in die Infobox und sie hat über das Rad der Zeit gesprochen aus der Sicht einer Buchleserin. Und dann bin ich so über ihren Kanal und verschiedenste Videos gestolpert und dann auch über eine Empfehlung, die ich nicht ignorieren konnte. Und zwar Prinz der Dunkelheit von Mark Lawrence. Und es heißt so schön, dieses Buch verschlingt sie mit Haut und Haaren. Und ich habe es dann bei Tausch Ticket entdeckt. Ist, glaube ich, auch eine Trilogie, wenn ich mich nicht täusche. Es ist ein Debüt des Autors und es gibt mittlerweile, glaube ich, auch noch eine andere Reihe des Autors, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es heißt, die Dunkelheit ist nicht das Ende, sie ist erst der Anfang. Erinnert, also hat mich so ein bisschen an Nevernight erinnert, an dieses düstere, dunkle, brutale. Und ja, deswegen musste es auch bei mir einziehen. Es geht um den Kronprinz York, der mit ansehen muss, wie seine Mutter und sein Bruder ermordet werden. Und es bricht für ihn eine Welt zusammen. Sein Vater, der König, unternimmt jedoch nichts. Und so schwört er Rache und schart eine Horde Gesetzloser um sich. Mordend und brandschatzend ziehen sie durch das Land und sind weithin gefürchtet. Doch Yorks Rachefeldzug hat gerade erst begonnen, denn ein finsteres Schicksal voller Blut und Magie erwartet ihn. Und ja, es erinnert ein bisschen an Mia Kovere aus Nevernight, aber ich hoffe, dass Mark Lawrence so sein eigenes Ding draus gemacht hat, ohne jetzt zu wissen, welches Buch zuerst erschienen ist. Das habe ich nicht nachgeschaut. Aber ich hoffe auch ein bisschen so auf Dark Fantasy, richtig düster, blutig und brutal. Und freue mich da sehr, sehr, sehr auf dieses Debüt, auf dieses Buch. Ich natürlich auch im Dezember ein wenig die Wunschlisten meiner Freunde studieren und bin über ein Buch gestolpert auf einer Wunschliste von einer Freundin, wo ich dachte, ja, das spricht mich selbst so an und ich habe es ihr neu gekauft und zu Weihnachten geschenkt und habe es uns direkt schon eingeteilt und ich sehe gerade, dass mein Kater hier schon wunderbar an allem rumgerissen hat. Eieiei. Ja, ich habe mir dieses Buch ertauscht und habe jetzt wunderbare Katzenspuren sozusagen dran. Es ist großartig. Ich hoffe, er hat mir meine Markierungen nicht. Nein, er hat sie nur abgerissen, aber nicht rausgerissen. Ach, der Kater. Der Kater und meine Nerven. Ja, es geht um Barfuß auf dem Sommerdeich von Katja Just. Das ist aus der Reihe, wo ich auch Pfoten im Schnee, glaube ich, habe, wenn ich mich nicht irre. Das ist so eine ganz eigene Reihe, die, glaube ich, alle so ein bisschen in dieser Art erschienen ist. Und ich fand das tatsächlich eigentlich ganz schön. Es ist so Sehnsuchtsorte. Ja, richtig. Und das, ja, darunter fällt die sozusagen. Und es heißt Mein Hallig-Leben zwischen Ebbe und Flut. Und da erzählt die Autorin von ihrem Leben, von der Großstadt, die sie eben gegen Hallig eintauscht. Und sie ist mit 25 Jahren von München eben auf die 6 Quadratkilometer große Hallig-Hooge gezogen. Es ist eine, ja, Welt geprägt von Rhythmus und Ebbe, von Ebbe und Flut, in dem man Stille aushalten können muss, aber auch Sturm und Land unter. Und hier lebt man auf begrenztem Raum in schier endloser Weite. Und ich weiß, dass es da auch irgendwie noch einen zweiten Teil gibt, aber ich hoffe, dass wir jetzt ganz, ganz bald im Januar damit beginnen, dieses Buch zu lesen. Und ich hoffe, dass es uns beiden dann sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, ich habe nicht nur ein Buch verschenkt, sondern auch gemeinsame Lesezeit. Und das finde ich tatsächlich vielleicht als Idee, wenn mal jemand noch so ein bisschen was sucht. Dann wurde mir geschenkt von einer lieben Zuschauerin und mittlerweile auch lieben Freundin von J.K. Rowling, Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Habe ich euch, glaube ich, auch in der letzten Bücherwoche schon darüber berichtet. Wir haben uns kurz vor Weihnachten noch getroffen. Ich durfte mir das Buch abholen. Sie hatte es doppelt und habe mich sehr darüber gefreut und habe es dann auch noch, ja, nach Weihnachten gelesen und fand die Geschichte sehr schön. Es ist eine schöne Kindergeschichte. Mir hat so ein bisschen die Die
besondere Magie, der besondere Stil von J.K. Rowling gefehlt. Also die Geschichte hätte auch von Hans-Peter Mayer sein können. Ich finde nicht, dass man hier irgendwie die Autorin der Harry Potter-Reihe wieder erkennt, obwohl es ja durch den, dass es ein Kinderbuch ist und auch so ein bisschen diese magische Reise hat, schon ähnlicher ist als zum Beispiel ihre Krimi-Reihe, die sie ja unter einem anderen Pseudonym herausgegeben hat. Ja, eine schöne Kindergeschichte, die perfekt jetzt auch für die Weihnachtszeit war und auf jeden Fall auch in meinem Rowling-Regal landen wird, beziehungsweise ja eigentlich im Harry Potter-Regal, aber das passt schon. Dann habe ich zu Weihnachten auch drei Bücher bekommen. Und zwar das Haus der Frauen von Letizia Colombani. Habe ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen. Wollen wir auch zusammen lesen. Das ist die Autorin, die auch Der Zopf geschrieben hat. Ich habe beide Bücher noch nicht gelesen. Bin super gespannt darauf, denn wir haben hier eine Geschichte, die über mutige Frauen und ein Plädoyer für mehr Solidarität. Und wir sind hier in Paris. Und dort steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. Es gibt eine Anwältin, die ihr ganzes Leben in Frage stellt. Und ja, sie schreibt nun im Auftrag der Bewohnerin Briefe an die Ausländerbehörde von dem Sohn, von einer Mitbewohnerin und setzt sich da im Grunde auch noch ein bisschen mit wieder ein. Und dann möchte sie eben auch die Geschichte der Begründerin aufschreiben. Und das passiert in diesem kleinen, feinen, zarten Büchlein. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Und dann wurde mir geschenkt Ein Elefant in meiner Küche von Françoise Malby Anthony. Und was mir die Herde über Liebe, Trauer und Lebensmut beibrachte. Ihr Mann ist sehr bekannt für sein Buch. Zum einen ging es mal um ein Nashorn. Und ihr Mann war auch der mit den Elefanten. Ja, ich komme gerade nicht mehr drauf. Auf jeden Fall habe ich das andere Buch, also das auch über die Elefanten von ihrem Mann gelesen. Ich fand das so, so, so schön. Ich glaube, da ging es eben um die Elefanten, auch die bis in den Garten gekommen sind. Er war irgendwie Ranger mit seiner Familie und hat da eben auf eine Elefantenherde aufgepasst, vor Wilderern beschützt und Umweltschützer Lawrence Anthony und als der eben gestorben ist, trifft das seine Frau sehr schwer und plötzlich führt sie das südafrikanische Naturschutzreservat alleine, hat verschiedenste Herausforderungen, unter anderem auch, dass das Geld knapp wird, dass Wilderer sich jetzt eben auch das Chaos nach dem Tod von Lawrence ausnutzen und doch sie möchte natürlich die von ihrem Mann gerettete Elefantenherde einfach retten und findet dort in dieser tiefen Beziehung dann eben auch eindrucksvolle Kraft und ja, ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich schon ein Buch, was sich mit Trauer beschäftigt. Ich glaube schon, dass ich dafür ein bisschen in Stimmung sein muss, vielleicht mal an einem sehr wohligen urlaubssommerlichen Tag, aber ich freue mich darauf, weil ich eben weiß, dass mir seine Geschichte so gut gefallen hat und es gibt auch noch ein Buch, da geht es um das letzte Nashorn. Ich weiß gar nicht, wie das mit ihm im Zusammenhang irgendwie stand oder das letzte seiner Art irgendwie. Und Nashörner sind ja auch vom Aussterben bedroht. Und ich, das habe ich auch noch auf der Wunschliste. Aber das freut mich, dass ich das zu Weihnachten bekommen habe und bin da sehr, sehr gespannt. Und dann darf ich mal wieder nach Mittelerde reisen. Und das ist jetzt kein Buch, was man einfach mal so wegliest. Es ist Die Natur und Wesen von Mittelerde von J.R.R. Tolkien, herausgegeben von Karl F. Hostetter. Es ist ein fetter Klopper. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das zu Weihnachten bekommen habe. Es geht um sein Vermächtnis. Es ist komplett unveröffentlicht. Es geht um die Weltenschöpfung. Es geht um die späten Schriften von Tolkien, die eben zugänglich gemacht wurden. Es geht um Zeitmaßstäbe. Es geht um Geschöpfe, Tiere, Pflanzen. Und dann eben auch bis hin zu der Frage, was mit den Toten und Lebendigen, mit Elben und Menschen, was die verbindet, was sie trennt. Es gibt Geschichten aus dem Herrn der Ringe, dem Silmarillion, aus den Nachrichten aus Mittelerde und ich bin sehr gespannt. Zudem gibt es eben auch ein eigenes Kapitel zur Insel Numenor, was ich super spannend finde und ihre Bewohner. Und nachdem ja die Insel Numenor auch dann irgendwie in der Serie auf jeden Fall auftauchen wird. Und ja, ich bin super neugierig, das ist definitiv mal ein Projekt, was man sich im Monat irgendwie vornimmt und immer mal wieder darin blättert. Und darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr. Das waren jetzt die 15 Neuzugänge aus dem Dezember. Jetzt habe ich immer noch einen Stapel hier liegen, nämlich mit den Büchern, die nicht auf dem Sub gelandet sind. Und warum
zeige ich euch gleich, aber ich möchte euch die Bücher nicht vorenthalten. Zum einmal dieses Prachtexemplar von Alice im Wunderland von Lewis Carroll und Valeria Do Campo, die die Illustrationen gemacht hat. Ich habe dieses wunderbare Buch gewonnen bei Lovely Books, habe mich super darüber gefreut. Ich hatte es schon auf der Wunschliste und als ich dann dieses Gewinnspiel gesehen habe, dachte ich, ach, ich muss einfach mein Glück probieren und hatte Glück und es ist wirklich ein wahnsinns großes Buch und ich möchte diese Geschichte dieses Jahr unbedingt rereaden. Ich habe Alice im Wunderland bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr gelesen und ich liebe diese geschaffene Welt und ich mag Alice und ich mag, wie sie in den Kaninchenbau fällt und ich mag die Verfilmungen dazu und ja, ich möchte es unbedingt mal lesen und werde es diesmal in der illustrierten Ausgabe machen, die wirklich richtig, richtig schön aussieht. Dann ist bei mir eingezogen ein Buch von Jay Kristoff und es landet nicht auf dem Sub, weil Lifelike 13, das Barbie-Projekt, bereits im Oktober, glaube ich, als E-Book bei mir eingezogen ist. Und deswegen ist es da im Grunde schon auf dem Sub. Aber ich habe dieses Buch jetzt bei der Bücherbüchse bestellt. Das ist mein erstes Buch von der Bücherbüchse, die eben Bücher mit einem besonderen Buchschnitt anbietet. Und ja, es ist der neueste Shit. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Trend wirklich immer gut finde. Hier haben wir farbige Buchschnitte, hier haben wir auch Jack Christoph Stormdancer. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich gut finde, ob das bei jedem Buch jetzt ein Must-Have ist. Aber es war irgendwie durch einen Fehldruck reduziert und dementsprechend, also es wurde als Mängelexemplar dann gekennzeichnet. Es hat aber für mich, also ich sehe ja auch den Fehldruck nicht, aber ich habe dann eben zugegriffen und habe jetzt das Büchlein, was ich vermute, dass es ein Highlight vielleicht wird, jetzt als echtes haptisches Buch hier. Es ist, glaube ich, auch im Oktober neu erschienen, ist aber ursprünglich, glaube ich, ein älteres Buch vom Autor, 2018. Ja, also schon 3, 4 Jahre, ja, jetzt 4 Jahre alt, je nachdem. Und ich bin super gespannt. Ich habe den Klappentext nicht mehr im Kopf. Ich freue mich allerdings auf das Buch und werde es dann auch zeitnah lesen. Und ja, Jay Kristoff hat mich mit Nevernight, mit Stormdancer, er hat mich gecatcht mit Aurora erwacht. Also die Bücher stehen ja auch alle hier. Also, und ein Buch sozusagen aus einer Reihe sollte stellvertretend schon immer so ein bisschen darstellen. Und wenn es dann noch so einen schönen Buchschnitt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass dann wahrscheinlich ein zweiter Teil noch kommt. Das weiß ich gar nicht, ob das irgendwie eine Trilogie wird oder eine Dilogie. Weil ich mir jetzt gerade so denke, mit dem zweiten Buch könnte man dann natürlich dieses Auge sozusagen wieder darstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber vielleicht wisst ihr da auch einfach schon ein bisschen mehr. Ach ja, es war auch noch ein Bild mit dabei und ein Text hinten von Jay Kristoff, aber ja, da bin ich jetzt nicht ganz so wild drauf, aber der bunte Buchschnitt konnte mich hier definitiv überzeugen. Dann hat die liebe Becky ausgemistet und hat mir ein paar ihrer Schätze gezeigt, die sie ausmistet. Und ja, zum einen Tom Bombadil von ja, J.R.R. Tolkien und andere Gedichte aus dem Roten Buch. Ja, eine wunderbare Ausgabe, die ich super schön finde. Ich kenne sowohl die Gedichte schon als auch Tom Bombadil. Und ja, die Gedichte sind bei mir in so einem kleinen Büchlein drin. Und ich ja, wollte einfach diese niedliche Ausgabe haben mit der Feder. Ach, es ist einfach schön. Und habe ich gesagt, Becky, das muss und möchte ich haben. Und sie hat natürlich ja gesagt, was mich sehr gefreut hat. Und dann hat sie tatsächlich The Stand aussortiert von Stephen King. Ich habe lange, lange überlegt, weil theoretisch habe ich The Stand nicht auf meinem Sub tatsächlich und ich werde ihn auch nicht auf dem Sub packen. Jetzt kann man natürlich sagen, Steffi, ne? Aber nein, bei mir wird es im Regal stehen, bis ich irgendwann Lust darauf habe. Vermutlich wird es dieses Jahr soweit sein. Ich werde aber tatsächlich bei diesem Wälzer eher zum Hörbuch greifen, weil es ist ja, glaube ich, wirklich 1700 Seiten dick. Ja, kommt in etwa hin. Und ja, aber ich sammle ja die Stephen King Bücher und ich habe auch noch einige, die ich nur als E-Book habe, auch als E-Book gelesen habe und so nach und nach möchte ich das natürlich dann auch irgendwie im Stephen King Regal unten so ein bisschen zusammen haben und ja, dementsprechend auch The Stand. Bevor Becky den wer weiß wohin gibt, dachte ich, ist er bei mir gut aufgehoben. Landet ja eigentlich nur nicht auf dem Sub, weil ich mir dann so einen Druck mache, das zu lesen und ich glaube, für The Stand braucht man einfach Zeit, Muse und den richtigen Moment. Und ja, ich habe im Grunde nur das Buch vor einem ganz schrecklichen neuen Besitzer geschützt. Und dann habe ich
bei Tauschticket entdeckt ein Harry Potter Buch. Und zwar habe ich letztes Jahr zum Geburtstag den ersten Teil der besonderen 20-jährigen Edition für Gryffindor geschenkt bekommen. Und ich habe jetzt den zweiten Band The Chambers of Secret in dieser wunderschönen Ravenclaw-Ausgabe entdeckt und habe ihn mir ertauscht. Und nicht, dass ich die sammeln möchte, und ich denke mir auch, wie viele Varianten von einem Buch braucht man auch. Also das ist dann auch schon die zweite Variante im Englischen. Aber sie war da, sie war bei Tauschticket, sie war in sehr gutem Zustand. Und es gibt die ja in allen vier Varianten. Ich weiß gar nicht, wie das dann weitergeht. Also die gibt es immer in allen vier Varianten, ne? Und meine Überlegung wäre halt, der dritte dann vielleicht im Hufflepuff, der vierte im Slytherin, oder macht man den vierten dann wieder in Gryffindor, damit man dann wieder rückwärts in die andere Richtung geht. Ich muss mal überlegen, ich bin so unentschlossen. Es war eher Zufall, dass ich das gefunden habe, und es hat nicht viele Tickets gekostet, und dementsprechend habe ich gedacht, greifst du einfach mal zu. Und ich habe ja vor, vermutlich 2023 Harry Potter dann einfach mal in Englisch wieder zu genießen, sowohl mit Lesen als dann auch mit Hörbüchern. Und ich denke, da ist das auf jeden Fall wieder eine gute Möglichkeit, wenn man dann einfach das Taschenbuch zur Hand hat, weil ich habe die englischen, glaube ich, 1 bis 4 auch als Taschenbuch und 5 bis 7 im Hardcover. Ja, sie hat mir gefallen, und und ein blauer Buchschnitt. Da sind wir wieder beim Thema. Und das waren sie jetzt auch schon, die vielen, vielen Bücher, also 15 Neuzugänge, einige schon gelesen und andere Bücher, die nicht auf dem Sub gelandet sind. Erzählt mir doch gerne, ob ihr eins der Bücher schon kennt, schon gelesen habt, schwärmt davon, wenn ihr begeistert seid, super gerne. Unten in den Kommentaren würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Bücher unten in der Infobox, schaut da auch gerne mal vorbei. Und das Jahr ist vorbei, das waren die letzten Neuzugänge aus 2021. Es ist ja, über 200 Bücher sind ja bei mir eingezogen. Das ist schon verrückt, und ich möchte da definitiv ein wenig reduzieren. Ich weiß noch nicht, ob mir das im Januar gelingt, weil ich natürlich auch noch den ein oder anderen Thalia-Gutschein zu Weihnachten bekommen habe und ja dann auch noch Geburtstag habe. Aber ich würde mal sagen, so ab Februar fahren wir alles so ein bisschen herunter und versuchen einfach mehr zu lesen, als wir geshoppt haben. Das ist ja dann im Grunde auch schon ein guter Vorsatz. Und das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen sehr ausführlichen Neuzugängen. Ich bin doch manchmal so ein bisschen in Schwafeln gekommen. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.